Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Einsatzbefehl Alkoholkontrolle. Für 20 Polizeibeamte im Bereich des Polizeikommissariats Uelzen bedeutete das am gestrigen Donnerstag stationäre und mobile Kontrolle von Autofahrern, insbesondere in Bezug auf möglichen Alkoholkonsum. Die AZ hat die Beamten bei ihrer Arbeit begleitet und was sie alles erlebte, das lesen Sie morgen ausführlich in der Wochenendausgabe. Unfreiwilliger Zwischenstopp eines Tiertransporters. Ein Achsenbruch stoppte heute früh auf der Bundesstraße 71 zwischen Uelzen und Großliedern einen Lastwagen, der auf drei Ebenen mit rund 90 Schweinen beladen war. Die Tiere sollten aus Soltau zum Schlachthof in Steine im Landkreis Lüchow-Dannenberg gebracht werden. Nach rund 3 Stunden rollte ein leerer Transporter als Verstärkung an. Die Schweine wurden auf der B71 umgeladen. Wegen eines akuten Legionellenbefalls ist die Turnhalle der Oberschule Ebsdorf seit Mittwoch geschlossen. Das bestätigte Landkreissprecher Markus Christ auf AZ-Nachfrage. Der Landkreis Uelzen ist Träger der Schule an der Ebsdorfer Fischerstraße und nachdem der Befall bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Routineprüfung festgestellt worden war, hatte der Landkreis sofort reagiert. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Morgen könnten wir mit dem Wetter aber noch ganz zufrieden sein, sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus, denn es gibt einen Sonne- und Wolkenmix und trocken bleibt es auch. Sonnabend werden maximal 7 Grad gemessen, am Sonntag 8 bis 9 Grad, in der kommenden Nacht 4 bis 5 Grad, in der teils klaren, teils nebligen Nacht auf Montag 0 bis 1 Grad. Das war AZTV für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch am Montag wieder.